Lebensmittelkontrolleure der Stadt haben stichprobenartig Stände auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt überprüft. Bei 5 Ständen wurden Hygienemängel festgestellt. Die Kontrolleure stellten verschmutzte Arbeitsgeräte oder Arbeitsplatten fest. In einem Fall fehlte eine Handwaschmöglichkeit. Die Defizite mussten sofort behoben werden. Bei 7 Ständen lagen die erforderlichen Nachweise der Infektionsschutzschulung nicht vor und mussten nachgereicht werden. Bei 10 Buden wurden irreführende Kennzeichnungen beanstandet. Bei 9 Überprüfungen fanden die Kontrolleure keine Auffälligkeiten. In einem Brief kritisieren Polizeibeamte die geplante Verlegung der Polizeiwache von Homberg nach Ruhrort. Die Wache für Homberg dürfe keinesfalls geschlossen werden. Nach Meinung der Beamten sollte sie sogar noch aufgestockt werden. Für Ärger hatten auch Aussagen der Polizeipräsidentin Elke Bartels gesorgt. Sie hatte bei der Bürgerversammlung vor 2 Wochen gesagt, dass die Wache aufgrund ihrer kleinen Personalstärke bei Krankheitsfällen entweder ihren Wagen außer Dienst nehmen muss oder die Wache unbesetzt lässt. Laut den Beamten, die sich anonym im Brief äußern, sei die Wache Homberg stark durch Bürger frequentiert. Das würde bei einer Schließung in Zukunft insbesondere Anzeigenaufnahmen nicht mehr möglich machen. Das Marxower Projekt Bewiesen ist als Vorbildprojekt der sozialen Stadt in NRW ausgezeichnet worden. Das Städtenetz Soziale Stadt NRW hat in einem landesweiten Wettbewerb nach einzigartigen Vorbildprojekten gesucht. Im Rahmen des ausgezeichneten Projektes Bewiesen werden 5 leerstehende Wohnungen mit Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in Marxloh renoviert und stehen bald für soziale Zwecke zur Verfügung. Bisher wurden Maler, Tapezier, Holz- und Bodenarbeiten im Rahmen einer Schul-AG und im Ferienprogramm erprobt und durchgeführt. Nach Beendigung der Bewiesen-Renovierung in den einzelnen Wohnungen stehen die Räumlichkeiten bis auf weiteres mietkostenfrei für soziale Projekte zur Verfügung. Beamte der Duisburger Polizei wurden bei einem Einsatz auf der Ottostraße in Duisburg-Homberg von einem 41-Jährigen angegangen. Sie waren wegen einer Ruhestörung ausgerückt und hatten vor Ort laute Musik festgestellt. Der Störenfried beschimpfte die Polizisten, woraufhin er zu Boden gebracht und fixiert wurde. Im Polizeigewahrsam wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird es ein Verfahren wegen Widerstandes geben. Die Hochschule Rheinwahl forscht an neuen Heilungsansätzen im Kampf gegen Osteoporose. Forscher arbeiten an künstlichen Fasern zur Stärkung der Knochendichte. Laut der Weltgesundheitsorganisation gehört Osteoporose zu den 10 häufigsten Krankheiten weltweit und gilt daher als Volkskrankheit. In Deutschland sind inzwischen etwa 6 Millionen Menschen davon betroffen und leiden infolgedessen unter Knochenschwund. Die Hochschule Rhein-Waal will Materialien entwickeln, die Knochensubstanz schneller heilen lassen. Die künstlichen Fasern werden an den betroffenen Stellen der Erkrankten eingesetzt, um das brüchige Knochengewebe zu unterstützen. Im März 2020 werden sich die Mitglieder des Forschungsprojekts an der Hochschule Rheinwahl treffen, um über erste Ergebnisse zu sprechen. 18 Sprachmittler haben am Montag den erfolgreichen Abschluss ihrer Qualifizierung durch das Kommunale Integrationszentrum Duisburg gefeiert. Die Sprachmittler sind stadtweit im Einsatz. Sie fördern die Kommunikation zwischen Menschen mit fehlenden oder geringen Deutschkenntnissen und öffentlichen Einrichtungen, um Beratungen zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Von September bis November 2019 wurden die Sprachmittler in einer 60-stündigen Qualifizierungsreihe ausgebildet. Bereits im vergangenen Jahr wurden 16 Sprachmittler qualifiziert. Der Sprachmittlerpool wird vom Land NRW gefördert. Der ehemalige deutsche Außenminister und langjährige SPD-Vorsitzende spricht am kommenden Donnerstag beim traditionellen Unternehmertag im Haus der Unternehmer. Gabriel wird über die Rolle Deutschlands in der Weltpolitik referieren. Grundlage ist sein Buch Zeitenwende in der Weltpolitik. Darin fordert er unter anderem, dass Deutschland mehr für die Verteidigung Europas ausgeben soll. Das NRW-Verkehrsministerium hat eine neue App für ÖPNV-Kunden vorgestellt. Mit der App Mobil NRW können die Fahrscheine des NRW-Tarifs sowie die Verbundtickets des Aachener Verkehrsverbundes, des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg und die Tickets des Westfalen-Tarifs digital und aus einer Hand erworben werden. Damit endet der Ticketkauf für Kunden nicht mehr an Verbundgrenzen. Für das Verkehrsministerium ist die App ein wichtiger Schritt, um den Nahverkehr attraktiver zu gestalten.
Mittelfristig soll die Mobil-NRW-App von einer reinen ÖPNV schrittweise zu einer Mobilitäts-App ausgebaut werden, die auch weitere Verkehrsmittel wie Sharing-Angebote umfasst. Die Mobil-NRW-App ist ab sofort kostenfrei bei Google Play und im Apple Store erhältlich. Aufgrund von Gleisbauarbeiten kommt es auf der Straßenbahnlinie U79 am Sonntag zu Schienenersatzverkehr. Zwischen den Haltestellen Grunewald und Düsseldorf-Wittlar fahren Busse statt Bahnen. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite der Duisburger Verkehrsgesellschaft oder in der DVG-App. Unter dem Motto Gemeinsam gegen Krebs laden das Gynäkologische Krebszentrum und das Brustzentrum des Bethesda Krankenhauses Duisburg zu einer gemeinsamen Patientenveranstaltung ein. Das Bethesda will an diesem Tag zusammen mit ihren Gastreferenten, Patientinnen, Angehörigen und anderen Interessierten Anregungen geben, welche Möglichkeiten der Unterstützung es im Krankheitsfall gibt. Dazu gibt es Vorträge, Workshops und Mitmachaktionen. Die Teilnahme an der Patientenveranstaltung ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Das Land Nordrhein-Westfalen beteiligt sich an den Sanierungskosten des städtischen Feuerlöschbootes. Eine entsprechende Vereinbarung wurde im Duisburger Rathaus von den Vertretern der Bezirksregierung Düsseldorf und der Stadt unterzeichnet. Das Feuerlöschboot der Feuerwehr wird für den Brandschutz und die Hilfeleistung im Bereich des Duisburger Binnenhafens, den anliegenden Wasserstraßen und überörtlich auf dem Rhein eingesetzt. Um die Einsatzfähigkeit des 46 Jahre alten Bootes aufrechterhalten zu können, sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Wechselhaft ging es in Duisburg durch den heutigen Dienstag. Morgen zeigt sich das Wetter schon beständiger. Der Mittwoch wird überwiegend heiter und sonnig, ab und zu sorgen leichte Wolken für Schatten. Es bleibt aber trocken bei Werten von bis zu 7 Grad. Auch am Donnerstag bleibt uns die Sonne erhalten, die wechselt sich aber munter mit Wolken ab. Das Thermometer schafft es auf nur noch 4 Grad. Am Freitag wird es wieder ungemütlich. Der Himmel zeigt sich grau und bedeckt. Immer wieder muss dazu mit Regen gerechnet werden. Die Höchstwerte klettern auf bis zu 7 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Vorsicht, liebe Autofahrer. Auch morgen wird im Stadtgebiet wieder vielerorts das Tempo kontrolliert. Geblitzt wird unter anderem auf der Johanniterstraße im Dellviertel und auf der Grunewaldstraße in Hochfeld. Außerdem behindern viele Baustellen die freie Fahrt. In Düssern laufen Kanalbauarbeiten auf der Lutherstraße. Die Arbeiten werden als Wanderbaustelle durchgeführt. Von der Moltkestraße und von der Martinstraße kommend wird die Lutherstraße daher als Sackgasse ausgeschildert. Zum Abschluss der Bauphase wird der Kreuzungsbereich Lutherstraße-Martinstraße gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Januar 2020 abgeschlossen. Und in Alt-Homberg wird auf der Brückenstraße und auf der Wiesenstraße ebenfalls am Kanal gearbeitet. Beide Straßen sind aktuell abschnittsweise voll gesperrt. Zusätzlich ist der Parkplatz an der Flachsstraße unter der Brücke über die gesamte Bauzeit gesperrt. Bis Mitte Mai 2020 ist hier mit Einschränkungen zu rechnen. Studio 47 wünscht eine stress- und staufreie Fahrt.